Wir melden uns heute von der GIPS. Hier hat unter anderem die 5C eine Patenschaft für das indische Skiteam übernommen. We love Special Olympics! We wish you all the best! Good luck and great fun! Our heartbeat for the world! Als erstes einmal eine E-Mail geschrieben an die Athleten und da haben wir über unsere Hobbys geredet und warum wir das gerne machen und sie unterstützen wollen, wie es in der Region, wie es in Österreich so ausschaut. Und dann haben wir auch ein Foto von ihnen gesehen und das hat auch so schön ausgeschaut, weil sie waren alle so festlich bekleidet. Und wir haben auch über etwas über sich zu uns geschickt, was wir auch durchgelesen haben. Also es war einfach mal ein kurzes Kennenlernen. Ich würde ihnen halt wünschen, dass sie einfach voll viel Spaß haben, weil das ist super, es ist auch nicht jedes Jahr. Und dass sie voll viel Spaß haben, dass sie es ausnutzen, dass sie natürlich ihr Bestes geben und dass ihnen nichts passiert. Andere Menschen, niemand ist gleich. Ich glaube, dass jeder genauso viel wert ist. Genauso wie er ist, weil er seine eigenen Stärken hat. Das ist auch ein Beweis für sich selber, dass sie genauso wie sie sind, einfach tolle Menschen sind. Interessant, denn die Fünftklässler sind ja 14, 15 Jahre alt, sind ja normalerweise nicht mehr so emotional, sondern eher cool. Aber die Briefe waren schon sehr herzlich. Sie haben zum Beispiel Fotos von ihrem eigenen Skikurs mitgegeben, von der Sportwoche, also sehr viele Gruppenfotos und haben dann auch ein bisschen Österreich-Werbung betrieben. Also das war dann plötzlich unglaublich schön, der grüne See und wie schön die Steiermark ist und der Dachstein. Also da war ich dann schon etwas gerührt und auch die Wünsche, dass man sagt, okay, wir glauben an euch, ihr werdet das gewinnen und das ist ganz toll und dass ihr aus Indien seid und Skifahren mögt, das finden wir super, da haben wir Gemeinsamkeit, österreichische, indische Freundschaft kann beginnen. Also sehr, sehr berührend. Stadtrundgang, Essen gehen, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem auch, dass die Schülerinnen und die Schüler das machen und nicht Lehrer angeleitet und zentriert, sondern dass sie auch ihr Graz zeigen. Weil ich denke mir, das ist sicher spannender und die werden andere Ecken und Winkel finden als wir. Also abseits des Uhrturms und des Schlossbergs. Und ja, also was wir uns vorstellen ist, dass wir wirklich nach Schladming fahren, anfeuern, uns die Seele aus dem Leib schreien, Poster und Transparente gestalten und dann wirklich unsere Sportlerinnen und Sportler betreuen. Das Thema der Inklusion ist ja politisch sehr besetzt. Das ist in den Medien immer der Wunsch nach Inklusion. Wie es jetzt tatsächlich ankommt bei den Schülerinnen und Schülern, bei der Bevölkerung, ist ja so, dass man sehr wenig Kontakt mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung hat. Das heißt, man kennt vielleicht ein paar Sportler von den Paralympics. Man kennt den Fall des Pistorius, der ja seine Freundin umgebracht hat, also diese Sensationsdinge. Aber jetzt, wenn jetzt ein Mensch mit Down-Syndrom sich dem Wettkampf stellt und den Berg runter fährt, das ist schon sehr bemerkenswert. Das war's für heute. Wir verabschieden uns vorerst. Den nächsten und letzten Stop machen wir bei der Ortwernschule. Bis dahin, tschüss!